Das ist Ja, also hier, solange du dieses unbewusste Grund, die Bergpredigt schlichtweg und einfach, dass du begreifst, und jetzt kommt der Trick, du musst einen kleinen Schritt mehr gehen. Ich mache zuerst einmal eine gewisse Sache bei mir. Ihr wisst ja, meine Maus hat auch immer einen Essens-Einkaufswahn. Da sind wir gestern, wir reden jetzt bröselmäßig. Ich mache jetzt, rede einfach vor mich hin und sehe, haben wir fast schon wieder ein bisschen einen Konflikt kriegt, weil die Nadja bringt mir Sushi und den will ich sie in den Kühlschrank reinstellen und ich mache die Kühlschranktür auf und unmittelbar hinter der Kühlschranktür war eine Wand. Es ist eigentlich nicht anders, weil wenn die Marion Urlaub hat, dann die was nichts Liebes wie in den Supermarkt gehen und in den Kühlschrank vollpfropfen bis zum letzten Millimeter. Quark, Quark und was halt so Dinge, die man halt den Überfluss natürlich braucht. Käse, was wir essen. Und ich habe die Sushis gar nicht mal reinbracht, wo es mir braucht zum Kaltstellen. Und dann spreche ich das an. Und das ist ein Thema, das haben wir jetzt seit 25 Jahren, seit ich sie kenne. Seit wir euch Kein Biest, kein Zügel, kein Maß und Ziel. Und wenn sie Urlaub hat, ist es noch krasser, wie wenn sie keinen Urlaub hat. Da kann es nämlich jeden Tag zum Einkaufen gehen. Zweimal. Okay, brutal. Und dann ist alles doppelt und dreifach da. Aber, und dann spreche ich das nur an und dann stürzt sie sofort wieder ab. Dann fühlt sie sich beleidigt, sage ich, was vollkommen, das ist meine Schuld, weil ich eigentlich nach 25 Jahren Bist du nicht wissen, auf einverstanden? diese Worte reagiert. Es ist eine Maschine. Aber jetzt kommt der eigentliche Trick. Und jetzt wollte ich, das habe ich jetzt vorneweg gesagt mit dem zu viel. Pass auf, du hast da Brot. Du isst das Brot ist halb gegessen und sie bringt da frisches Brot. Jetzt ist aber noch ein altes Brot da. Und jetzt pass auf, jetzt kommt der Ganze, das habe ich in allem in der, glaube ich, schon erzählt, weil man nichts wegschmeißt, isst du das alte Brot und wenn du nicht fertig bist, isst du das frische Brot, das dann natürlich ein altes Brot ist. Du isst von dem frischen Brot, das jetzt alt ist, die Hälfte und sie holt wieder neues Brot. Und dann isst du das alte Brot gerade auf, als ob man wirklich das wartet, dass das frische Brot ein altes Brot ist. Du isst das jetzt, das abzustellen, nur einmal das alte Brot wegschmeißen, obwohl es noch gut ist, und mit dem frischen Brot anfangen, aber du kommst irgendwann wieder in diese Wahrnehmung. Wieso ich das jetzt erzählt habe, dass immer die Schwierigkeit ist, du hast im Weder momentan gesund oder krank zur Anschau. Das heißt, wenn du krank bist, bist du bemüht, diese Krankheit zu vernichten und dann wird zwangsläufig die Gesundheit auftauchen. Aber die wird nicht lang da sein, die vergeht von alleine, weil hartnäckig wieder die Krankheit kommt und du bist wieder bemüht, diese Krankheit zu vernichten und dann kommt wieder die Gesundheit. Da musst du nichts machen, die kannst du nicht festhalten, es wird die Krankheit wieder kommen. Dieses Spiel durchbrichst du durch einen ganz einfachen Trick. Du opferst, wenn die Gesundheit da ist. Die Gesundheit wirst du ja möglichst lang haben. Du opferst diese Gesundheit ganz, ganz bewusst. Du sagst, ich will nicht mehr gesund sein, während du gesund bist. Und wenn du die Gesundheit opferst, löst sich im selben Moment die Gegenseite auf. Weil wenn du nicht an Gesundheit denkst, ist auch keine Krankheit, weil die ja zusammen kann. Wie gesagt, du siehst die Seite, die Krankheit, du bekämpfst die Krankheit und dann kommt von unten die Gesundheit. Die wird aber wieder in sich zusammenfallen und die Krankheit wieder kommen. Das heißt, in dem Hintergrund bleibt immer die Seite stehen. Es ist nur dieser Wechsel. Das ist, man nennt es in der Elektronik einen monostabilen Multifibrator. Monostabil heißt, von den zwei Zuständen ist einer stabil. Das ist letztendlich die Krankheit, die bekämpfst du. Und dann kommt die Gesundheit, die fällt aber wieder zurück. Ich muss das ganz kurz erklären. Die Multifibratoren in der Elektronik waren ein riesen Aha-Effekt von mir, wie ich ein junger Bursch war. Das sind also, du musst dir vorstellen, das sind zwei Transistoren, die waren elektronisch mit Kondensatoren so verschaltet, dass da drei Möglichkeiten gibt. Es gibt einen bistabilen Multifibrator, einen astabilen und einen monostabilen. Ich erkläre euch zuerst einmal den astabilen, das heißt den nicht stabilen Multifibrator. Das sind die zwei Lämpchen, die werden mit einer Schaltung, je nachdem wie du die Zeit einstellst, brennt die Lampe oder die Lampe. Zack, 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 zack. Das ist das Thema bei unserem Lauflicht, wo ich sage. Wir machen die Geradzeichen, die Ungeradzeichen. Da ist nur ein Multifibrator am Arbeiten. Weil
Wenn die Lampe brennt, brennen die ganzen Geradzeiligen. Wenn die Lampe brennt, brennen die Ungeradzeiligen. Dann habe ich mein Lauflicht. Und der Hintergrund, der Generator ist bloß ein Multifibrator, der zwei Ausgänge hat. Da hängen jetzt zwei Lämpchen dran und der macht nur diesen Wechsel. Und die Zeitbasis, wie lange die brennen, kannst du einstellen. Du kannst die unterschiedlich lang brennen lassen. Ja. Okay. Okay. Du kannst jetzt den zum Beispiel kurz brennen lassen und den länger brennen. Das hängt, wie ich die Zeitbasis einstelle. Ja. Das ist eine relativ simple Schaltung. Dann gibt es einen Bistapel-Multifibrator. Wenn du den einschaltest, brennt entweder die oder die Lampe und die brennen dann laufend. Und wenn du dann am Eingang einen kleinen Impuls drauf gibst, kippt es um. Ja. Wenn du wieder einen Impuls drauf gibst, kippt es wieder um. Und wenn du einen Impuls drauf gibst, kippt es wieder um. Ich habe zum Beispiel mal für Agfa Fotopost, wie es noch DIA-Projektor gegeben hat in die 80er Jahre, habe ich eine elektronische Steuerung für DIA-Projektoren, dass zwei DIA-Projektoren überblenden. Mhm. Und da werden nur Multifibratoren eingesetzt. Ah, ja. Das heißt, du kannst es manuell auslösen, dass du drauf drückst und dann geht die eine Lampe aus und die andere geht an. Ja, ja. Und wenn du wieder drauf drückst, du lässt es stehen, dann hast du, wenn du einen Impuls gibst, wieder stabil und du das überblenden. Ja, genau. Kannst du ja den Impuls dann mit einer Monostabilen machen, dann geht es automatisch mit einer Zeitbasis. Das sind nur Multi. Und jetzt kommt der Monostabile, der ist ganz interessant. Da brennt eine Lampe und wenn du einen Impuls gibst, brennt die andere Lampe, aber nur solange die Zeiteinheit eingestellt ist und dann kommt die Lampe wieder. Dort nennen wir das Monostabil, der hat einen stabilen Zustand und mit einem Impuls brennt er kurz, aber der kippt wieder in den Zustand um. Beim Bistabilen, wenn du einen Impuls gibst, bleibt der. Wenn du wieder einen Impuls gibst, bleibt der. Beim Monostabilen hast du gibst dann einen Impuls, dann brennt der Zeit lang und dann ist der wieder da. Und du denkst dir jetzt ganz einfach, das ist die Krankheit. Der Impuls ist, du bekämpfst die Krankheit, dann ist es da, aber nicht lang, es kommt wieder die Krankheit, die du wieder bekämpfst. Der ist wieder da. Ein bisschen Elektronik im Hintergrund, weil das alles digitalisiert ist. Und jetzt pass auf, es ist aber der Witz, dass die zweimal untrennbar zusammengehören. Durch das Bekämpfen der einen Seite löst du kurz in dir die Gesundheit aus und dann kommt aber wieder die Krankheit, weil für dich eigentlich der Parameter, den du nicht haben willst, ist die Krankheit und immer wenn die da ist, bekämpfst du die und zwangsläufig ist die Gesundheit, wo du ja nichts machen willst, die du ja möglichst lang haben willst, ist zeitlich begrenzt. Extremer das einmal rum. Wird zwar so interessant, dass du jetzt, wir nennen das eine Bekämpfung, das ist eine andere Qualität, du opferst die Gesundheit freiwillig und durch das Opfer, das ist nicht bekämpfen, sondern opfern, geht zwangsläufig die Krankheit mit weg. Wie opfere ich Gesundheit, Udo? Indem es dir gleichgültig wird. Ja, das ist richtig. Ja, jetzt klar. Pass auf, die Gesundheit, ich meine, du musst es abstrakt sehen. Was ich damit sagen will, wenn du die eine Seite bewusst opferst, praktisch nicht mehr haben willst, ich will nicht mehr gesund sein, ist ein Unterschied, aber ich sage, dieses Kranksein ist ein Bekämpfen, das Opfern ist zwar auch ein Nichtwollen, aber nicht in einer Form von Nichtwollen, sondern du gibst es ja freiwillig her. Die Krankheit haust du zum Teufel und das andere ein Opfer ist, was du schenkst. Ja, ja, okay. Das Opfer bringen heißt, dass du was Wertvolles hergibst. Bekämpfen heißt, dass du, was du nicht haben willst, bekämpfst. Es ist so, dass durch das Opfer der Gesundheit im selben Moment die Krankheit sich auflöst. Ja, ja, das ist klar. Wo dieses Bärchen jetzt war, ist jetzt nichts. Dann kann man was Neues einspielen, eine neue Qualität. Das ist die Heiligkeit. Der Mittelpunkt, genau. Das ist, diese Heiligkeit ist immer wieder das, so wie im normalen Alltag machst du dir keine Gedanken über, hast du jetzt die ganze Zeit geatmet? Die Logik konstruiert jetzt wieder das Atmen. Dieses Geschwätz des Materialismus sind lauter Behauptungen, die man nicht einmal überprüfen könnte. Wenn man wollte, was zu überprüfen, musst du das ja wieder in die Existenz ziehen. Zeit ist sehr trügerisch und man wird sich irgendwann einmal klar machen, was ist hundertprozentig sicher. Es ist hundertprozentig sicher, dass dein Körper nicht existiert, wenn du nicht an deinen Körper denkst. Reduzier das auf deine Augen, reduzier das auf dein Gehirn. Da muss ich wissen, was das Wort Existenz bedeutet. Das wiederhole ich gebetswillenhaft immer und immer wieder. Und wir sind halt hier in der Basic-Logik, das H, und ich sage dann immer, du kriegst ein Wort dafür, das ist Word. Das ist mein Beispiel mit Basic.
Und mit Word. Mhm. Das ist ein höherer Komplex. Das sind natürlich ganz starke Vereinfachungen von Vereinfachungen von Vereinfachungen. Und wenn aber an gewissen Punkt kriegst du das halt nicht los. Du denkst immer wieder dran und dann unterstützen dich natürlich die anderen, die dich immer wieder dran erinnern, dass irgendwas ist. Ich sitze jetzt zum Beispiel da und lese und bin eigentlich, denke überhaupt nicht an meinen Körper. Und dann taucht die Marion auf, wie geht's in meinen Hausen? Und dann zwangsläufig du mich jetzt gefragt, das ist mir super gegangen. Ist das wirklich. Ja. Naja, diese Gleichgültigkeit. Gell? Ja. Und du stehst dann und stehst und du wirst irgendwann einmal hier durch das hindurchgehen müssen und das ist im Großen und Ganzen diese Christus-Symbole. Und da gibt es ja einen schönen, wo ich dann gerade sage, das ist auch sehr komplex mit dem Selbstmord. Und man muss das verstehen, wenn es heißt, in die Stille, der Meister, der dann in die Stille geht. Ich sage, das ist nicht, dass du dich jetzt wegziehst von deiner Familie, in der Höhle gehst, so wie das immer dargestellt wird. Ja, ja. Du gehst, du wirst der Beobachter, der sich nicht mehr einmischt. Und das ist die Stille, ja. Der Adamgeist ist Schweigen, der ist Stille. Mhm. Da, wo sich die ganzen Deppen, die mir uns jetzt ausdenken, hinmeditieren wollen, sind sie bereits, wenn sie einfach nur schauen, dass es sinnlos ist, sich in die Stille meditieren zu wollen. Du wirst nicht was erreichen, was du schon bist. Das bist du aber erst, wenn du nicht permanent versuchst, dein Denken zu stellen. Ja. Das ist schon wieder Feindbild. Liebe deine Feinde, dein Denken. Das geurteilte Fundament ist das, was du Leben nennst. Die wollen aufhören zu leben. Le Pen ist die auseinandergeschmissene polare Existenz. Ganz genau. Mhm. Die meinen, das Willenheil ist nicht mehr zu leben. Und dann natürlich ganz, ganz schlimm, hoffentlich muss ich kein neues Leben durchleben. Wie viel Leben muss ich noch durchleben? Ja. Das ist einer, der in einer Videothek ist und sagt, wie viele Filme muss ich jetzt noch anschauen? Ja, bis wann? Bis wann? Dass ich nichts mehr anschauen muss. Was ist das für ein Ziel? Wenn ich das einseitig, diese Stille einseitig auslege, ist es das, was der Materialist tot nennt, wo aber komischerweise wieder alle Angst davor. Ja, genau. Ja. Schon schizophren, das Ganze. Es ist nur, die sind, du wirst immer mehr merken und es sind Spiegelbilder deiner eigenen Logik. Ja. Ich habe erinnert euch einmal an das Beispiel mit meinem wunderschönen Dorf. Wir lachen unheimlich viel, wir kennen ja das eigentlich auch. Und dann bist du schlafmüde und dann gehst du ins Bett und du machst die Augen zu und mit den Augen zumachen schläfst du ein. Schlagartig. Und jetzt ist der große Witz, wenn du jetzt nicht mehr aufwachen würdest. Ich meine jetzt mal rein, ich rede so am Bösel. Das ist doch noch, wenn man sagt, bin ich mir bloß noch ins Bett ausziehen, aber gar keinen Bock mehr zum Zähneputzen überhaupt. Man schleift sich ins Bett, man macht das Licht aus. Diesen Moment, den man jetzt wirklich ersehnt hat, wenn man Fetzen kaputt ist. Und ich sage jetzt absichtlich noch, du hast einen wunderschönen Dach gehabt, dass du nicht grübelst über Sorgen oder was. Und dann, puff, du machst das Licht aus und im selben Moment schläfst du ein, weil du schlafmüde oder die Augen zu und du schläfst ein. Und du würdest jetzt nicht mehr aufwachen im normalen Zug. Ich frage, was hast du dann für ein Problem? Geiz. Jetzt, wenn du dir das aber ausdenkst, ist ja das Schrecklichste, was es überhaupt gibt, dass ich ja, dann gibt es mich ja nicht mehr. Ich sage aber, das hast du ja gar nicht mitgekriegt. Das Einzige, was du wolltest, weil du mit bist, einschlafen. Na ja. Noch mehr und noch geschickter kann man sich doch aus der Welt gar nicht rausstellen. Ja, stimmt. Aber ich sage, du wirst immer wieder wach werden. Ja. Immer wieder wach in Bezug auf Einschlafen. Wir müssen das spiegeln. Haben wir denn festgestellt, dass jeden Morgen, wenn du wach wirst, beginnt eigentlich ein neuer Schlaf? Ja. Ein Kapitän im Schlaf, mit dem Wachwerden beginnt der Traum. Genau. Und mit dem Ausschalten beginnt das Wachwerden. Richtig. Aber du darfst jetzt das Ausschalten nur beziehen auf eine Information, die du dir denkst, die du ich nennst. Der das erlebt, das rote ich, kann nicht ausgeschalten werden, weil nichts kannst du nicht ausschalten. Das ist mein 22:08 Uhr Beispiel. Genau. Der, wenn er nicht bewusst ist, der weiß, ich habe jetzt das Bild und dann kommt dieser Sprung 10 Uhr, 8 Uhr. Dazwischen drin war nichts. Der Blaue sagt, ich habe 10 Stunden geschlafen, ohne zu träumen. In dem Moment, wo er sich das denkt, denkt er, er träumt, dass er 10 Stunden, du interpretierst ja jeden Reizauslöser. Du interpretierst auch den Reizauslöser der Welle, das Bild 22 Uhr und 8 Uhr.
Ja. Das ist zwanghafte Auseinanderreißen. Da müssen ja 10 Stunden dazwischen gewesen sein. Was war da? Kann ich mich nicht erinnern, als habe ich geschlafen, ohne zu träumen. Ist doch logisch, oder? Naja, aber auch diesen Unterschied, 22 Uhr und 8 Uhr denkst du jetzt. Ja. Es ist immer eins da und eins nochmal da und das sagst du mal in der Vergangenheit. Ja. Stimmt total. Das habe ich tausendfach erklärt. Ja, das ist übrigens alles hundertprozentig sicher, man muss bloß die Gedankengänge mitgehen. Ja. Sollte eigentlich klar sein. Ja. Und dann was du sagen, dass so lange da sind, bis sie durchschaut sind, das gilt sogar für deinen eigenen Körper. Der Wechsel, den wirst du so wenig mitkriegen, ich bin du Quadrat, heißt es zum Beispiel jetzt vom Säugling bis zum Kreis. Dein Körper löst sich so fein und langsam auf, dass du das nie mitkriegst. Es wird ja jedes Mal, wenn du an deinen Körper denkst, wird er neu aufgebaut. Denk an die Gnede. Er ist natürlich vollkommen neu, so wie die Gnede die Form neu ist. Aber wenn du oberflächlich hinschaust, meinst du, bist immer wieder dasselbe. Schau, wenn ich jetzt die Margot, ich mache mal rein das gedachte Bild der Margot. Wenn ich jetzt die Margot, sitzen sie mit ihren Haaren. Rein aus der Erinnerung heraus ist das, diese Margot ist konstant gleich geblieben, seit ich jetzt denken kann. Jetzt ist aber, wenn du in den Spiegel schaust, wie oft hast du die Haare geschnitten, wie oft auf Zentimeter zeitlich bezogen, jetzt machen wir natürlich wieder ein chronologisches Konstrukt, schneidest du die immer wieder ab und die wachsen immer wieder. Wenn man jetzt so Haare hat wie heute und ich, geht es natürlich wesentlich schneller. Das heißt, ich meine immer, wenn ich hinschaue, ich sehe dieselben Haare. Ja, doch nicht. Gell? Das ist ja absolut die Fingernägel. Ich meine, wenn ich das anschaue, das ist doch ein totaler Blödsinn. Ja. Dann kannst du die Hand vor dich hinhalten, die entsteht in dem Moment und sagst, das ist die Hand, eine alte Hand. Ich sage rein schulmedizinisch kann die Adome aufs Ganze bezogen maximal 7 Jahre alt sein, wenn sich noch 7 Jahre ganz, wer hat es eigentlich überprüft? Das ist auch schon wieder geistlos nachgeäfft. Abgesehen davon, die Haut und die Oberschichten, die wechseln sich nicht alle 7 Jahre, sondern viel, viel schneller aus. Es geht dann um die Knochen, um das tiefste Innere. Aber stimmt das? Ja. Hast du das jemals in Frage gestellt, so wie die Wassermoleküle und den ganzen Kack? Ja. Das ist doch nur Schizophrenie. Ja. Ehrlich. Und da weißt du, dass ich irgendwann mal einen Punkt machen müssen hier. Das ist ja, wo ich kurz reingestellt habe, da muss man wirklich auch sehr vorsichtig sein, ob es eine Metapher ist, hier über die Medizin, diese 12 Stunden. Dieses, heute, ich muss fast schnell reinstellen, oder? Das, was ich kurz gesehen habe, da beginnt bei den ersten Stunden, wenn du jetzt lesen tust, gleich einmal von vornherein, das ist nur die Weltgeschichte. Das geht über die Brahmas, es geht über den Buddhismus, Hinduismus, Buddhismus, dann kommt bei Australien, die ganzen Kolonien, diese unendlichen Schweinereien der Vergangenheit, die du als Fehler im Führerscheinprüfung hast, die du vom Hirnsorg kennst. Das sind die ganzen, und dann kommt die 12. Stunde, war zweimal dargestellt. Warte da mal schnell. Ja. Und das Erste, das machen wir nicht so aufwendig, wie ich es mit dem Holger gestern gemacht habe. Ich wollte euch das bloß kurz. Die 3 Tage. 12 Stunden dann. So, jetzt passt du mal auf. Das ist schon sehr interessant. Gott, Tyrannei, wie aus Menschen Verbrecher werden. Schismen und Sekten. Und jetzt kommen hier, wenn man das durchgeht, das sind die ersten, das ist jetzt der Brahma, jetzt wird hier über die Brahmanen. Erinnert euch einmal, wo ich der österreichische Professor, der hier sagt, dass das eine ganz grausame Kultur war in Nepal. Dass die Lamas, hier die Menschen, wenn man den Dalai Lama nimmt, dass die Lamas, die sind wie Viecher gehandelt worden, die Untertanen. Das ist auch, da war ein Riesenaufschrei, habe ich einige Sachen, eine Vorlesung gemacht und er sagt, er macht hier keine Religion, sondern Gesichtsforschung. Ja, ein ganz grausames Volk. Nepal war nicht dieser Gottesstaat und die Dalai Lamas waren absolute dogmatische Herrscher, die ihre Untertanen wie Viecher behandelt haben. Okay. Dann kommt Atlantik, der Blutdurst, die Sklavenschiffe in Nordamerika. Da wird jetzt alles, diese ganzen Verbrechen, die ganzen Stunden, und dann kommen wir irgendwann in die 12. Stunde. Und jetzt kommt der große Schöpfungsmensch, die Rückkehr und seine Rückkehr. Und jetzt wird es natürlich interessant, weil man jetzt, das muss ich aber, ich habe keine Chance, immer daran denken, es ist für den Intellekt des 19. Jahrhunderts. Okay.
Aber pass auf, oh, aber dies vollends zu verstehen, Udo, ist vielleicht es nicht. Vielleicht ist es wieder besser, um deine Stimme zu schonen, wenn ich vorlese. Und du kannst mich ja unterbrechen. Gehst du vor, Holger, gute Idee. Um aber dieses vollends zu verstehen, ist es nicht nur hinreichend, dass wir das Weltstäublein Erde genannt ein wenig durchschaut haben, sondern da ich zu diesem Zweck in der euch... Das ist das da mal, der Befehl, Befehl 2 fehlt und es ist ein Eck. Ja. Okay. In der euch bewussten Kamera Obscura des Geistes. Könnte von mir sein, oder? Gut. Geil. 19. Jahrhundert. Und diese Ecke ist das Zentrum Hüben 3 und Rüben 3. Mhm. Eine schon erwähnte kleine Vorrichtung hinzuzugeben ist, und jetzt kommt hier in dieser neu vorgerichteten Kammer. Kammer heißt das Deckengewölbe, D-Eckengewölbe. Mhm. Ich muss nicht nochmal einstellen, ihr wisst es. Ja. Kamera ist nicht ein Zimmer. Es ist nicht ein Zimmer, sondern es ist ein GE-Quadrat, wölbt sich aus dir heraus. Und jetzt haben wir hier, pass auf, ganz interessant, W doppelt aufgespanntes Oll. Sowas ja. Geht mir wie Öl runter, sagen wir. Das ist BE und BE haben wir zwei Möglichkeiten. Das ist das da mal das Kommen. Das Kommen, genau. Mhm. Okay. Ja. Das ist das da mal dieses zusammengeschmissen Co-MM. Mhm. Ich könnte jetzt sagen, das ist das Ende, das ist dieses Schwingen. Ja, Ende. Wir können dieses BE natürlich auch mit einer 70 schreiben, dann wird es ein paar Lore aus dem Augenblick. Mhm. Mhm. Ja. Du kommst aus dem System nicht raus. Mhm. Okay. Und jetzt haben wir hier einen etwas weiter gedehnten Blick. Dieser weiter gedehnte Blick, das ist der Spiegeltunnel. Ich sage euch aber zum Voraus, macht euch gefasst, denn dieser Augenblick wird euch etwas vor eure Augen, vor eure Becken führen, das noch bis auf diese Zeit in keines Menschen Sinn gekommen ist. Heute geht's weiterlesen. Bei drei, Vermöge dieser neuen Vorrichtung wird die Tafel zur Aufnahme eines so großen Bildes auch natürlicherweise... Pass auf, stopp. Das heißt mit dem Vergrößern, das ist jetzt das da mal die Tafel selber. Da haben wir jetzt verschiedene, wir haben jetzt das da mal hier Tafel. Der Wachraum mit Facetten in L oder Facetten, die hochgehoben werden. Ja. Okay. Wir können jetzt erst einmal Folgendes machen, dass die Tafel selber, das sind hier die Luch. Loch. Das genau. Ist das hebräische Wort für Tafel. Mhm. Das heißt ja. Loch. Loch oder Luch. Loch. Und da kriegst du jetzt natürlich sehr, sehr viel, dass du jetzt die Tabelle kriegst. Ich will jetzt das nicht einzeln machen. Mhm. Tabellisieren, eine Vertäfelung. Das ist also hier, wird das ein bisschen gemacht. Die Tabula rasa wird jetzt beschrieben. Wir können aber die Tafel natürlich auch hebraisieren. Und dann kriegst du Debel. Und das ist jetzt der Lehmann, die Defelim. Erinnert ihr euch noch? Ja, genau. Das ist also hier der Lehmannstrich, der noch ohne Geschmack ist. Die Dünche, man nennt es aus salzlos. Du fällst, du wirst fallen, du wirst hineinstürzen in diese Tafel, weil du dich dasselbe hineindenkst. Mhm. Das ist jetzt interessant, wie die Juden das noch übersetzen. Siehst du das? Das ist auch geistlos. Du steigst. Ah, ja. Du wirst fallen, du stirbst, du mögest, solltest fallen, bringst dich zu fallen und so weiter. Und jetzt wird es ganz interessant, weil jetzt kommst du, das ist erst einmal geschmacklos, weil ein Geschmack ist eine Definition einer Qualität, es ist einfach nur. Drum ist es vollkommen geschmacklos und schal. Ja. Schal ist die Logik Gottes. Ja. Ein Gott, der nur einseitig auslegt. Ja. Und das Ganze ist auch ein Kalkanstrich. Ja. Schau mal, Karl, wie dein Gott. Mhm. Der sich selber, das in sich selber erzeugt. Und jetzt ist natürlich hier, wenn du den Dofel machst, kommt in der Bibel nur einmal vor, es gehört zu einer Stadt, in der Mose den Israel ausfindig machte, als er am Ende ihrer 40-jährigen Reise durch die Worte des aussprach, bla 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 bla. Was hier ganz, ganz toll ist, dass dieser Kalkanstrich, dieses Kalken, das Dünchen, das führt dich jetzt definitiv zum Leben, genau. Dieses LBN, wir wissen, das heißt ja, ich weiß, ich weib. Ja, genau. Da kommt jetzt das Klären und ich sage immer das Weiseln. Früher bei uns hat man das Kalkulieren, Kalken. Kalkulieren, ich kalkuliere, ich berechne das Ganze. Und dieses Leben passiert in Adam. Das baut sich auf jetzt in unseren Pyramidensaal. Mhm. Okay?
Aber du merkst jetzt schon nur die Tafel zur Aufnahme eines großen Bildes. Auch wohl natürlicherweise selbst etwas vergrößert. Und du musst jetzt immer wieder, und jetzt pass auf, ich mache nur, um das, diese endlos ausgedehnte Schöpfung unter ein Bild vor Augen halten. Was jetzt hier beschrieben wird, dass wir uns da nicht ewig reinlesen, es ist letztendlich, dass ich sage, du stellst dir jetzt vor, du hast eine Reihe von Spiegeln. Unser erster Spiegeltunnel, jeder dieser Spiegel, den du vor dich hinstellst, sind Fernsehprogramme. Erstes Programm, zweites Programm, drittes Programm, viertes Programm. Ihr habt mein kleines Bild. Ja. Und ich sage jetzt, ich schaue das dritte Programm. Und in dem Moment, wo ich mich auf den dritten Spiegel fokussiere, sehe ich die davor und dahinter nicht mehr. Die Sache mit dem Finger, wenn man es reinfokussiert, du hast nur die Schärfe, wo du dich hinfokussierst. In dem Moment, wo du den dritten Spiegel anschaust, ist dieser Spiegel da im Kopf. Und jetzt platzt aus dem Spiegel wieder ein Spiegeltunnel raus. Das ist das dritte Programm. Das sind jetzt Filme. Ja. Das wäre jetzt die Tiefe in der Zeit, die Adresse. Und jetzt nimmst du einen Film, den du dir anschaust. Den Film siehst du nicht. Sobald du an den Film denkst, ist der Film da drin und der platzt jetzt in Einzelbilder auf. Das heißt, wir müssen es immer uns rein fokussieren, was er hier in diesen Dingen aber vergrößern. Wir müssen das, weil das klein ist, wenn wir uns rein fokussieren, müssen wir diese Kleinigkeiten, weil was ist jetzt ein Einzelbild in einem Film, der an einem gewissen Tag in einem gewissen Programm läuft? Eine kleine winzige Facette. Das Bild ist eine Facette aus einem Film. Der Film ist eine Facette aus den Filmen, die über den Tag von morgens bis abends laufen. Dieser Tag wiederum ist einer von vielen Tagen in irgendeinem Programm. Ja. Und darum ist es, du musst es vergrößern. Das ist das, was hier beschrieben wird. Und jetzt kommt hier und seht genau hin auf die Tafel, sobald das Wort Vater ausspricht. Und das ist natürlich hier, das ist vielfältig. Das heißt eigentlich, wenn wir jetzt das analysieren, wir machen mal, wir sind jetzt einmal neugierig. Ich weiß das natürlich. Schau, wie das jetzt geschrieben ist hier. Da haben wir schon den Wachraum hinten. Ja, aber du wirst jetzt merken, wenn wir da jetzt mal einfach mal das eingeben. Wir schauen mal. Monas Zeitschrift für Gehörlose heißt es hier. Blindausgabe, das kann es nicht sein. Wir wollen was Biblisches sehen. Was ist Ihr Vater, Holger Meyer, die Zeit für den Vater, katholische Gehörlose in ganz Deutschland? Es hat was mit Hören zu tun. Christus e Vater Wikipedia. Schauen wir mal da rein. Das ist es aber übrigens auch noch nicht. Die katholische Pfarrkirche, das ist der Name einer Pfarrkirche. Dann muss ich aber irgendwie dieses e Vater, Jesus, e Vater stammt aus den Aramäischen. Jesus Wort e Vater. Und das heißt, öffne dich. Das stimmt aber nicht ganz, weil wenn wir das jetzt versuchen, irgendwie zu hebraisieren, ist es wichtig, dass du weißt, dass das aus dem Evangelium ist und der Schritt ist geschrieben in Griechisch. Und da ist wieder die Sache, dass die mit einem He beginnen. Das eigentliche Wort, ich sage, was die Grundradix ist, und das ist natürlich sehr, sehr versteckt, das müsste man normalerweise wissen. Das heißt also, die Grundradix ist diese Radix, pass auf, ein F, ein T und ein He. Wenn wir das jetzt machen, H, E, Vater. Vater. Dann kriegen wir es nicht. Das ist auf Ladenbrot. Überreden, Verführung, Versuchen. Das kann es eigentlich nicht sein mit öffentlich. Der Trick liegt darin, denk an den Noah. Noah schreibt sich ja in Chat oder in Chat. Wir müssen hier dieses He als Vorsilbe, das E ist nur das He als Vorsilbe, Artikel. Und wir brauchen ein, das F ist klar, das T ist klar, wir können dann neu probieren. Und jetzt machen die den großen Fehler hier in der U-Übersetzung, dass die das Chat wieder als He aussprechen, wie beim Noah. Ja. Und was kriegst du jetzt? Die Öffnung, das Aufmachen, das Öffnen. Das heißt, Gefahr heißt die Öffnung. Das heißt auch, entwickle dich. Das ist auch, öffne, aufmachen. Mache dich auf für die neue Sichtweise. Das ist, die Reihe wird geöffnet. Die Tür rein. Losbinden. Jetzt wird es das Öffnen, das Eröffnen der Pforte, der Eingang. Ja. Übrigens ist die Grundradix eigentlich genau genommen, ist es Patch. Patch, genau. Die Weisheit simpel für die Unendlichkeit in einem Spiegel. Jetzt sind wir zu Hause in der Kameraobstur. Klasse. Gut. Es ist natürlich schon heftig, ne, wenn man, wie tief man hier genau, man kann alles erklären, wirklich alles erklären. Das heißt, das Wort, Vater, öffne dich, aussprechen, werde ich ein großartiges Bild auf der Tafel schauen. Und nun, denn da euer Blick darin gerichtet ist, sage ich euch, öffne dich.
Nun, was sagt ihr zu dem Bild? Nicht wahrlich ein Erblickend auf dieser Tafel nichts mehr und nichts weniger als die deutliche Figur eines Menschen, dessen Lenden, jetzt ist natürlich auseinandergeschmissen, existierende Öffnungen, nur kaum von einem Lumpen bedeckt sind. Das ist, jetzt ist wichtig, es wird hier in der Übersetzung von Menschen gesprochen, du musst im Kontext schauen, ob da vom Adam gesprochen wurde, der in Lumpen ist ein Enosch. Das heißt, die Lumpen, da kann man auch die Lampen machen, das sind die Sterne um dich herum, bloß ein bisschen Fantasie haben. Ich will jetzt jedes Wort, wisst ihr, 400 Seiten, und dessen Haare zottiges Aussehen über den halben Leib und den Kopf herabhängen. Holger, liest du bitte weiter, nicht? Nicht wahr? Ihr werdet euch wohl denken, an diesem Bild ist gerade nichts Besonderes zu sehen, außer dass es auf dieser Tafel in einer sehr kolossalen Form dargestellt ist. Übrigens aber hätte ein solches Bild auch ein jeder nur einigermaßen bewandte Figurenzeichner mit einer weißlichten Farbe auf eine schwarze Tafel entwerfen können. Und ich kann euch nichts anderes dazu sagen, als dass euer Schluss vor der Hand seine Richtigkeit hat. Und so ihr noch etwas tiefer denken wollt, so möchtet ihr auch wohl bald in dieser weißlichten Figur die Gestalt des verlorenen Sohnes erblicken. Das geht jetzt hier, ist eingehüllt in diese Figur, die im Lumpen gehüllt ist. Das geht immer um die Schichten, wenn du nach innen gehst. Und du wirst jetzt merken, pass auf, jetzt kommt das ganz interessant, jetzt kommen wir dann, das habe ich ein paar Mal angesprochen, lese mal bei der 9 weiter. Was meint ihr wohl, was diese Kügelchen in der Wirklichkeit sind? Seht, ich will euch nicht lange herumraten lassen, aber wie ihr meint, dass diese Kügelchen etwa Abbilder sind von entfernten Sonnen, Planeten, Monden und Kometen, hört, da müsste ich euch wohl sagen, Kinderchen, urteilt nicht zu vorschnell. Sonst möchtet ihr euch gar gewaltig irren. Jedoch bevor ich euch das Wesen dieser kleinen winzigen Kügelchen enthülle, bemüht ihr euch, auf einen linsengroßen Fleck diese Kügelchen zu zählen. So, und jetzt pass auf, jetzt denkst du dir einfach unseren Tetraederspiegelstamm. Du bist das Zentrum, um dich herum sind 4 Spiegel. Sagst du mal nur, ist der Tetraeder, du bist im Zentrum eines Tetraeders, das sind 4 Spiegel um dich herum, das sind die 4 Weltgegenden, Ruch. Das hat nichts mit oben und unten zu tun. Und wenn du schaust, hast du viele kleine Gedankenwellen, das sind die KGL, die Kügelchen. Das wirst du jetzt nachts die Sonne nennen. Diese vielen Sonnen, die Sterne. Wenn ihr meint, es sind Sterne, Planeten, Monde und so weiter, dann müsst ihr euch aber irren. Es sind Spiegelungen von dem einen Licht in der Mitte. Darum heißt es, du musst jetzt hier diese kleinen winzigen Gedankenwellen, diese Kügelchen, die werden jetzt enthüllt, indem du das Ganze auf einen linsengroßen Fleck, diese Kügelchen zu zählen meist. Das heißt, kannst du die im Zentrum von dir selber zählen? Kannst du die ganzen Sterne, die du dir um dich herum ausdenkst, in dir selber zählen? Die Linse ist ganz wichtig. Jetzt schaut euch nochmal an, der eigentliche Punkt ist ein Punkt. Wenn wir Kamera Obscura jetzt ausgedachterweise bauen, kann man ja kein unendlich kleines Loch machen als den Spiegelpunkt, sondern wir müssen in einem gewissen Maße eine Öffnung machen. Und da hängt jetzt die Linse. Und die Linse, wenn du die Linse anschaust, eine Linse sieht ja so aus. Ja. Das ist genau genommen im Idealfall, wenn die voll entspannt ist, ist das eine Kugel. Und eine Kugel, habe ich dir gesagt, und jetzt kriegst du das Prinzip, eine Glaskugel, wo eine Hälfte verspiegelt ist, verhält sich wie ein Katzenauge. Ja, genau. Wenn ich jetzt beide Seiten verspiegelt, stehen da 2 Katzenaugen gegenüber. Dasselbe passiert, eine Glaskugel, wo eine Seite, man geht natürlich immer wieder von Licht aus, das von außen kommt, das ist aber nicht, das war bloß gespiegelt, sind Spiegelungen, das sind Metaphern für etwas, was du eigentlich gar nicht dir raumzeitlich vorstellst. Das Prinzip erkläre ich hier in einer Welt, wo es auch noch keine Kamera Obscura gegeben hat im Großen und Ganzen. Ah ja, okay, ja. Die Kamera Obscura schon als abstraktes Ding, aber nicht die Funktionen. Ja, genau. Das sind jetzt die Schimmerbündchen. Ganz interessant. Ich will euch einmal erzählen, nun seid ihr schon fertig. Ja, ich sehe schon, ihr werdet damit nicht leichtfertig fertig, denn es ist eine für euch kaum aussprechbare Zeit von Schimmerbündchen, logische Immerbündchen, auf dieser linsengroßen Fläche vorhanden. Und möchte hier wohl mehr denn eine Trillion sein. Das heißt, das spiegelt sich ja unendlich hoch. Ja. Ja. Das ist wie unser Spiegeltunnel. Wie viele Spiegel sind in einem Spiegeltunnel? Das hängt davon ab, wie du dir das denkst. Ja. Es ist alles so, wie du dir das denkst. Du bist doch der Gott, der Schöpfer für jeden Gedanken, den du denkst. Ja.
Und jetzt wirst du merken, dass dieses Unendliche, eigentlich das Wort unendlich kann ich denken, das, so wie ich das Wort nichts denken kann oder das Wort alles. Aber es ist ja eigentlich nichts. Ja. Und selbst wenn ich jetzt dieses 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, wenn ich das jetzt hinschreibe, dann ist das ein allereinziger Gedanke. Da steht dann 1, 2, 3, 4, 5, das sehe ich in einem einzigen Augenblick. Bündchen, 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 aber ich sehe ja nicht die Reihe der unendlichen Zahlen. Ich kann mir jetzt denken, dass 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, Bündchen, 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 jetzt kann ich mir denken, das ist die Reihe der unendlichen Zahlen. Dann sind nur die Geräusche, das ist die Reihe der unendlichen Zahlen da. Und nicht einmal das, weil da muss ich ja schon wieder, das muss ich hinschreiben. Wenn ich nämlich in die Welt der Geräusche gehe, ist jedes Wort immer nur jetzt. Wenn ich in der Welt der Worte gehe, ist jedes, wenn ich das jetzt ausspreche, da steht jetzt Schimmerbündchen. Ist dir aufgefallen, dass jetzt in dem blauen Bereich, wenn ich mich da drauf fokussiere, viele Buchstaben sind? Mhm. Und ich wandere jetzt schon wieder. Das heißt, dass ich muss mich immer wieder rein fokussieren. Ja, genau. Das ist das Prinzip. Die ganzen Worte hier auf der Seite sind gleichzeitig da. Wenn ich jetzt aber Geräusche draus machen will, muss ich an On fokussieren. Und wenn ich den An fokussiere, ist jetzt doch dieses Wort in dieser Zeile, ist im Prinzip, in dieser Zeile ist nichts anderes wie dieser Buchstabe in diesem Wort. Ja. Ich fokussiere mich, ich mache immer. Die Seite ist eine Kollektion, aus der Seite nehme ich jetzt diese Zeile raus. Ja, klar. Dann sind die anderen, das ist aber noch unscharf, dann nehme ich jetzt dieses Wort. In deinem Buchstaben. Dann ist aber immer noch, ich muss jetzt immer noch die Buchstaben nacheinander abrasten. Das ist ein Hineinfokussieren. Das Prinzip wird hier beschrieben. Mhm. Ja, ja. Und das ist eigentlich hier, wenn man jetzt weitergeht, die zahllosen Bündchen. Und jetzt kommt da der 12. Tag, gibt es noch einen 13. Tag. Und das sind jetzt die Lumpen des verlorenen Sohns, 1841. Ist natürlich immer eine Adresse, wo ich sage. Mhm. Und jetzt ist es, dass diese Lumpen des verlorenen Sohns von den Winden, vom Geist zerstreut wurden wie das Spreu. Und die übrig gebliebenen aber wurden ihm ausgezogen und verbrannt. Wisst ihr, was unter diesen Lumpen zu verstehen ist? Lies, Holger. 2. Es ist darunter nichts anderes zu verstehen als der eingegangene frühere Universalmensch auf unserer Tafel. Denn durch die das Gewinnung ist der Geist, dieser eine Geist, der sich in diese Tafel, in diese Struktur hineinlegt. Denn durch die Gewinnung, eines jeden einzelnen Menschen ist das Edle von mir ausgehende oder mein verlorener Sohn wiedergewonnen. Die Lumpen oder das eigentliche Erzböse wird verworfen werden in das Feuer, daraus es eigentlich hervorgegangen ist. Es ist aber dieses Feuer dasjenige in der Gottheit, aus welchem alle Dinge ihr materielles Dasein haben. Das ist jetzt sehr wichtig, weil das Feuer, da muss man immer wieder die zwei Seiten wissen. Wir wissen es erst einmal, das Feuer ist Asch. Mhm. Und jetzt blau, wenn du das liest, ist die Schöpfung ist einfach nur logisch. Mhm. Aber die Ursubstanz, aus dem alles herausgeht, ist der Schöpferlogos. Mhm. Und darum ist Ascha, ist die Frau, weil alles aus der Frau, aus der Logik herausgeboren wird. Mhm. Ja. Aha. Das macht jetzt hier, und jetzt kommt es, das ist auch die Hure, das Hurenweib, das sich permanent nur interessiert, deine Logik zwingt dich immer nur für die Welt. Und da haben wir jetzt auch schon mal, was da noch mit drin steht. Das Brandopfer. Ja. Das ist die Welt. Die Frau ist die Welt. W-E-L-D, das Brandopfer. Wir sind wieder beim Thema Opfer. Du bist hier permanent. Ihr merkt immer mehr, umso mehr man sich mit Holofeeling beschäftigt, jetzt ist ja wirklich, das ist Holofeeling Light. Das sind Vereinfachungen von Vereinfachungen. Ich bin ja immer noch gezwungen, mit dir in Basic Windows zu erklären. Ich mache dich eigentlich nur neugierig. Mhm. Das, wenn dir mal klar wird. Und jetzt ist es das Uni, der Universalmensch, der Uni rot gelesen, das ist der eine im Zentrum. Mhm. Und der Ausgehende ist der verlorene Sohn. Das bist jetzt du, Geistesfunk, der du dich noch verwechselst. Ob du jetzt meinst, du bist der Peter oder die Margot oder die Nadja oder der Holger. Du, Geist, dem ich das jetzt erzähle, egal wer du jetzt zu sein glaubst, du bist mein verlorener Sohn. Mhm. Und das, wo du dich einhüllst, das ist Sodom und Gomorra, das ist das eigentliche Eres. Ja, ja, genau, der. Ja, klar. Interessant. Mhm. Das Erzböse. Eres. Mit Elef geschrieben. Unendlich viel. Mhm.
Das ist die Erde, es ist dein erwecktes Wissen, ein extremer fehlerhaftes Wissen. Wir können das natürlich, das Erde jetzt auch mit einer 70 schreiben, das wird dadurch aber nicht unbedingt besser. Ja, genau. Weil wenn du Aleph mit einer 70 austauschst, wirst du bloß noch mehr vielheitlich und noch mehr selbstentgeistigter. Ja. Ja. Okay, das ist das Böse. Mhm. Natürlich auch das Böse kann man alles rot lesen. Mhm, ja, das ist die große Kunst. Wird verworfen, wird in das Feuer. Jetzt wird es natürlich ganz interessant. Nur das Wort Feuer hast du mir ja gerade schon gehabt. Ja. Mhm. Das ist, beginnt schon mal, wenn ich so lese mit Fe. Das Eisen. Fe ist Eisen. Mhm. Element 26. Mhm. Du wirst wieder in die 26 hineingeschmissen. Mhm. Daraus ist eigentlich hervorgegangen ist. Das ist eben das eine, ein Feuer zu sagen, das ist Feuer, was du dir bei Feuer vorstellst, das ist ein Nichts. Das ist wie wenn du sagst, Krebs ist eine Krankheit. Da bringst du ein paar mehr Sachen raus. Wir haben schon die Facetten sind euer. Die Facetten, genau. Die du dir ausdenkst. Wir können das natürlich auch, das Finis immer dann denken, das rote F ist das Ende, lateinisch, das Eben. Quadrat. Und das Eben. Ist die Verbindung dieses ER. E-Quadrat mit der Energie. Es ist aber dieses Feuer dasjenige in der Gottheit, aus welchem alle Dinge ihre materielles Dasein haben. Das ist dann die Asche. Ja. Wer so mit sich an die Welt, jetzt sind wir das Brandopfer, jetzt haben wir das in der Asche, hängt und lebt. Er lebt als Materie. Materie lebt nicht. Heute Morgen hat kurz einer reingestellt, bei Google wurde ein entlassener Programmierer, weil er behauptet hat, vorzeitig, dass er ein Programm hat, das Bewusstsein entwickelt hat. Es reagiert, war heute Morgen irgendwo drin gestanden im Chat, dass hier einer behauptet, er hat jetzt erstmal eine Software, ein Programm, das Bewusstsein entwickelt hat, in sich selber, das selber denkt, das Gefühle äußert. Aber das ist doch alles programmiert, das ausgedacht, kriegt das nicht mit. Bewusstsein ist der, der es erlebt. Niemals wird irgendetwas Ausgedachtes existieren, das was erleben. Der Einzige, der es erlebt, ist der, den man nicht ausdenken kann. Das ist der träumende Geist, der Geist als Ding an sich. Ja, genau. Erinnert euch an Matrix 4. Wir haben uns Matrix 4 angeschaut, den meistverrissensten Film des Jahres 2022, glaube ich, seit er rausgekommen ist. Noch nie wurde ein Film so verrissen wie Matrix 4. Und ich sage, lassen wir uns einmal überraschen, was die Materialisten machen. Ich kann nur sagen, hier meine Holger und Nadja Programm hat sich köstlich amüsiert und die waren erstaunt, wie unendlich tief der ist. Man muss aber dazu sagen, dass dieser 2,5 Stunden Film, den wir angeschaut haben, fast 4 Stunden gedauert hat, weil ich alle schießlang angehalten habe und was erklärt habe. Ja. Weil ich erklärt habe. Und wir haben immer dasselbe Problem, auch in dem Matrix-Film gibt es 2 Seiten, die rote und die blaue Seite, die ist ausgedacht. Die blaue Seite, das sind die Zombies, die träumen, die Antagonisten im Traum an der Oberfläche. Die Programme. Die rote Seite sind die Trockennasenaffen, die unter der Erde leben und meinen, sie sind frei. In der Matrix. Mhm. Es wird in den ganzen Film von Matrix nicht einmal von Geist gesprochen, von dem Geist, der sich die 2 ausdenkt. Mhm. Du bist auf der Erdoberfläche bloß ein geistloser Zombie, der eine Rolle spielt in deinem eigenen Kopf, ein Avatar in deinem Traum als Protagonist. Mhm. Die ganzen Antagonisten sind nichts anderes. Und du als ausgedachter Mensch, der jetzt unterirdisch im Innern ist, ist auch was Ausgedachtes. Ist der im Innern dann wie in der unterirdischen Höhle, in dem Grab, in dem lebendig begraben, lass die Toten ihre Toten begraben, die wieder auferstehen werden aus ihren Gräbern und wieder Zombies werden. Wer denkt sich das aus? Ja. Das ist der kleine Fehler. Mhm. Die sprechen von einem ausgeschlossenen Dritten und die begreifen gar nicht. Wer denkt sich jetzt zum Beispiel hier Krieg aus und Frieden aus? Mhm. Der immer ist, macht diese Welle Krieg und Frieden. Wer denkt sich Hell und Dunkel aus? Der immer ist. Für den gibt es kein Hell und kein Dunkel. Für den gibt es Facetten, die jetzt in ihm drin sind, weil er die andere Seite absichtlich weglässt. Das habe ich jetzt so oft erklärt gehabt, auch schon jetzt ohne Aufnahme. Und ich merke, da haben die meisten ein großes Problem. Kann was in einem absoluten Punkt, wo nichts ist, trotzdem was existieren? Und da musst du wirklich das Prinzip der Kamera Obscura verstanden haben. Mhm. Es gibt nur diesen Punkt zwischen innen und außen. Wobei jetzt das angebliche Außen, das Obskure, die Finsternis eigentlich in der Physik, das ist, wo alles in einem Punkt zusammenfällt. Also ist das Obskure der Punkt.
Mhm. Ja. Und Kamera ist das Gewölbe von der anderen Seite. Ja. Mit geöffneten Ecken. Das ist, wenn du in dein Geschichtsfeld reinschaust. Aber das ist gar nicht jetzt die Sache, dass wir darauf eingehen. Das erkläre ich hier als Jesus über den Lorbeer. Ich kann euch immer nur sagen, ich bin wirklich der ich bin der Einzige, der wirklich weiß, wie es funktioniert. Auch die ganzen Paradudeo-Umbauungen, die sind so kindgerecht und einfach. Dadurch natürlich für kompliziert, denke ich, ist es bloß religiöses Geschwätz. Weil sie nicht auf die Metaebene gehen. Wenn ich immer wieder sage, das Wertvollste, was du hast, sind zum Beispiel Sprichwörter und Märchen, du musst die Metaphern verstehen. Und die Metaphern werden jetzt über die Vordersprache ein unendlich arithmetischer Komplex. Es wird eine Zahlenstruktur. Ja. Wie aber alle Materie auch schon ihr großes Feuerverwandtschaft zeigt, deshalb sind auch die Lumpen an den Lenden des verlorenen Sohns. Das ist die Materie, das ist die materielle Welt, diese ganzen Dinge, die du um dich herum ausdenkst, aus dir herausdenkst, das ist das Zeug, in das du dich kleidest. So wird es aber geschehen, damit Gott werde wieder als ein freier Gott, in dem keine Materie mehr wallt. So wird das Feuer oder der Zorn verwandelt wieder dahin kehren müssen, daher er als das, was es ist, gekommen ist. Du musst dich wieder erinnern, was du wirklich bist. Ja. Und da können wir jetzt runter, das ist natürlich eine sehr mystische Sprache und dann wirst du merken über das Erzböse, da kann man sich reinlesen, wobei ich in der Regel immer wieder sage, bevor du sowas liest, lies lieber die Offenbarungen, weil da wird sie in einem ganz einfachen Deutsch auch die Worte erklärt. Das ist noch sehr kryptisch. Wenn du die Vordersprache beherrschst, geht dir beim Lesen von Lorber, geht dir das Herz auf. Mhm. Wenn und aber. Das ist zum Beispiel hier Heilung und Gesundheitspflege. Das haben wir jetzt zum Beispiel Impfung. Da wird hier ja in irgendeiner Art und Weise die Schulmedizin abgesaut ohne Ende. Na gut, sagt man wieder, das ist 19. Jahrhundert, das war der Anfang der Schulmedizin. Auch die Homöopathie, all das Zeug, wenn man sich das durchlesen tut, das ist so unendlich krank. Udo, mach nochmal bitte die 1. Das ist, glaube ich, der Satz, der Absatz, den ich gesucht habe, oder? Was hier da ist uns rein? Und keiner, dann nimmt einen Baum und so weiter, Äste und Stämme. Nee, das ist das noch nicht. Oberflächlich, nee, das war da, wo geschrieben steht, dass die Ärzte überhaupt gar keinen Auftrag von ihm bekommen haben. Sowieso nicht. Sich die Krankheit zu heilen. Das war so geil geschrieben, ich habe so lachen müssen. Das finde ich nicht wieder. Ah, welchen Arzt? Hin, da bin ich unter den Menschen, wandelt auf der Erde. Welcher Arzt habe ich zu Rate gezogen? Und welche Apotheke habe ich nicht bedient, um meine Kranken wohl geistig begleitlich zu heilen? Welches Arztes und welches Apotheker habe ich mir alle mir vertrauten Jünger bedient, dass sie dasselbe taten, was ich getan habe? Nun frage ich euch, bin ich denn schwächer geworden und habe ich mich verändert oder ist mein Wort nicht mehr dasselbe Wort voller Macht und Kraft und Heilung für Geist und Leib? Es ist Nummer 16, Nummer 16, okay. Und unter Heilung und Krankheit und Heilung, ne? Nummer 16. Es ist immer so eine Sache, so ihr aber wisst, dass es für den Geist, wenn er krank geworden ist, nur ein Mittel zu seiner Wiederherstellung gibt. Aus welchem Grund sollte es für den Leib das zeitliche Werk des Geistes, dessen Regsamkeit und dessen seltsam bedingt ist, bei allfälliger Untauglichkeit und Krankwerdung anderer oder mehrerer Herstellungsmittel geben als für das Prinzip des Lebens selbst. Das sind die zwei Seiten. Es klingt im ersten Moment sehr, sehr kompliziert. Ja. Du wirst aber merken, das Prinzip ist schlichtweg und einfach, du musst das wissen, was du selbst bist. Ja, das ist das Grundsatz. Und das einzige Mittel, das wirklich heilt, das ist die Liebe. Ja. 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 Es ist hier, wenn es zum Beispiel hier heißt, pass auf, kleinen Moment, desgleichen tut, lebt möglichst einfach, stopft euren Magen nicht unnötigerweise mit allen Unrat. Das ist natürlich das Problem, du denkst sofort wieder, ich bin ein Trockennasenaffe, aber der Magen, es geht um den Magen. Es geht wieder um unseren Tetraederstamm. Das heißt, zuerst einmal heißt der Magen ist das Schild. Aber das ist erst einmal Shin Ilet heißt der Logos, die Logik des Kindes, oder Shi LD heißt ein Geschenk, das von dir geboren wird. Ja.
Und das ist dieses David-Schild, der Magen-David, das Schutzschild. Jetzt ist interessant, ich habe jetzt hier, eigentlich hast Magen ja Garn, ist ja Garn Eden, ist der Garten dieses Paradies, das hast vom Paradies. Das ist dieses Paradies, wo zwei Bäume stehen. Und Bäume heißt Etz, Baum heißt Etz. Etz wiederum, das hebräische Wort einzeln gelesen ist, eine augenblickliche Geburt. Das passiert jetzt. Ja. Ich kann den Magen natürlich auch anders lesen. Ich kann das nun als Suffix lesen. Und dann heißt es, ihr Magier. Ihr Magier, wer ist ihr Magier? Da schau, hast du doch schon. Die 43. Genau. Mag, der Magier. Mhm. Gespiegel gelesen, 3, 4, Jupiter, der Glücksgott. Und jetzt kriegst du hier diese, das Spiel muss man kennen, das ist ein streng arithmetisches Prinzip. Ganz nebenbei, dieser David Stern, SDR, heißt letztendlich das Geheimnis ihrer eigenen Existenz, Licht in Gaster. Die Aster, da müssen wir jetzt ein Stück ins Griechische, Lateinische gehen und das kommt dann zu Gaster. Gaster ist der Magen, die Gastritis. Ja, genau. Und dann heißt der geistige Schöpfer, ist ein großes Geheimnis, die sich in dir selbst versteckt. Ja, wunderbar. Und der sich versteckt, ich hab's doch mit den Ecken, das bist du selbst, weil du ja immer nur in gewisse Ecken, in gewisse Facetten reinschaust in dem Tetraederspiegel. Nimm mal, der Tetraederspiegel steht in jegliche Art von Perspektive und geistig wahrgenommener Tiefe, ist es Internet, sind Internetadressen. Wie viele dieser Facetten, die du dir selber ausdenken könntest, schaust du an und du meinst, du wüsstest schon, was die Welt ist. Das heißt, du kommst, bevor du nicht außer Wort 400 Seiten Buch machst, was du die absolute Tiefe in diesem System wohlgemerkt, was du sowieso nicht verstehst. Wenn du da oberflächlich aus dem, was du jetzt siehst, irgendeine Vorstellung machst. Und du weißt, wie oft ich sage, schreibe ich jetzt das auf Portugiesisch hin, nachher machst du das sofort weg und sagst, kann Datei nicht lesen. Funktioniert aber in Einsprachen der Welt. Jetzt letzten Vers lesen, Holger, laut vorlesen. Ihr aber führet eure Kinder und euch selbst zu mir im Glauben. Ah, kleinen Moment mal. Udo, ich habe gerade eben mal auf der rechten Seite diese Skala aufgemacht und habe das vergrößert. So, jetzt nochmal. Ihr aber führet eure Kinder und euch selbst zu mir im Glauben und Vertrauen. Und wahrlich, ich sage euch, ihr werdet euch überzeugen, dass mein Impfstoff der beste ist. Amen. Das sage ich, der große Universalarzt. Amen, Amen, Amen. Super. Das ist es eigentlich, impf dich mit Holofeeling. Ja. Super. Alles andere ist vergänglich. Ja. Auch dein Körper. Der Wahn beginnt schon, die Verwechslung mit dem Körper, an den du denkst und sagst, dieser Gedanke, diese Information bin ich und alle anderen Informationen bin ich nicht. Jetzt sind wir wieder beim Thema. Das ist die Quelle von Leid. Und dann versuchst du diesen Körper immer wieder wiederholen, immer wieder wiederholen. Und er verschleißt dir alles Ausgedachte, alles Existierende, zerrinnt dir ewig einen kleinen Geist unter den Fingern, wie Sand, Land, Rand. Das ist die Welt der Gedankenwelt. Ja. Und es geht, du musst den tiefsten inneren Glauben austauschen. Und darum betone ich immer, es hat nichts mit irgendeiner geistlos nachgeäfften Religion in deiner Welt zu tun. Es sind alles tiefgläubige Materialisten. Die Juden, die Buddhisten, es sind ganz, ganz, ganz wenige Mystiker, die es wirklich begriffen haben, die komischerweise, wenn du wirklich einen findest, der wirklich verstanden hat, der ist komischerweise nicht mehr uniformiert. Mir fällt jetzt spontan wieder mein Karl ein. Ich sage jetzt, der Gedanke an einen Karl Renz, alles, was der äußert, das wirst du merken in der ganzen Ausstrahlung, in den ganzen Reden, er weiß, was er selbst ist. Und es reicht, er hat sein Lebensziel erreicht. Mehr weiß er nichts. Der weiß auch nichts von Holofilm, weiß er nicht, wie das ganze Schöpfungswerk funktioniert. Aber er weiß, dass sein absolutes Nichts ist. Genau. Ja. Ja, und darüber hinaus dann nichts mehr. Alles andere, er spielt auch ein bisschen schon mit Worten, aber so weit weg von der Tiefe von Holofeeling. Ja. Und es ist, du musst wissen, was du bist. Ja. Du bist etwas, was als Ding an sich dienen geht. Das Gesetz des Geistes nicht existieren kann. Das heißt, das Ding an sich rot gelesen. Dien ist das Gesetz Gottes, die Gebote Gottes und G steht für den Geist rot. Und du lebst in Dien G blau. Das sind die Gesetze deines Gehirns. Logisch. Eine Maschine ist logisch. Aber etwas Existierendes ist einfach nur ein Gedanke von einem lebendigen Geist, von einem Bewusstsein.
Und wenn du schon wieder so Sachen hörst, wie das, die haben jetzt Computerprogramme geschrieben, die Bewusstsein entwickelt haben, das ist so unheimlich geistlos, die, die das behaupten und die, die das nachhelfen, sind noch nicht. Ja, eben. Weil du was feststellen, es existiert das Wort in der naturwissenschaftlichen Sichtweise, das Wort Geist nicht mehr. Und in der Esoterik und in der Religion existiert dieses Wort Geist, aber in einer vorgestellten, ausgedachten Form. Und alles, was du dir vorstellst und aussagst, ob jetzt das ein Gott im Himmel oben ist, wenn sie sich hinstellen, die Hannis und Nannis, und die Augen verdrehen und in den Himmel hochschauen und irgendwas anbeten, kennt ihr nicht mein erstes Gebot. Das gilt auch für die ganzen Juden. Und sich was in die Vergangenheit denken und sie meinen mit dem, was sie de facto jetzt denken, was sie jetzt in sich erschaffen, war schon da, bevor sie es gedacht haben. Ja, das ist es. Ja. Ja. Eine Wahrheit ist so lange, bis sie falsifiziert wird. Ja. Als sich falsch, als falsch herausstellt, als Falle. Das habe ich mir übrigens gestern angeguckt, den Köppel noch. Also den nicht Köppel, das ganze ja. Ende, ja. Aber der ist echt cool. Also ja. Wie er das beschreibt, auch mit der Falsifizierung und was er danach sagt. Ja, ist Popper. Das Popperwerk ist natürlich auch so eine Sache, dass wenn du Popper, ja. Jetzt, wenn wir Popper in der Art und Weise lesen, was du meinst, dass der Popper wirklich sehr fehlerhaft ist. Er wird auch sehr kritisiert wieder, aber das sind die Faktenchecker, die du merkst, jeder will bloß seine einseitige Sichtweise am Leben halten. Sobald irgendeiner kommt und versucht, deinen Glauben zu falsifizieren, benutzt du deinen kompletten Geist einzig und allein, um deinen Glauben zu verteidigen. Du bemühst dich gar nicht, die andere Perspektive, die Kehrseite auch nachvollziehen zu können. Ja. Ja, das ist die große Schwierigkeit. Und jetzt, wenn du zuhören würdest, dass ich immer und immer wieder betone, das ist ja bei Holofeeling gar nicht der Fall. Ja. Du musst deinen Glauben nicht verteidigen gegenüber Holofeeling, weil ich sage, dein Glaube ist eine Facette aus dem großen Holofeeling-System. Es ist ein Untersystem, aber wer will schon, dass sein heiliger Glaube ein Untersystem ist von etwas, was er nicht wahrhaben muss? Genau, Udo, genau, das ist es. Ja. Wer will das schon? Ja. Selbst Popper war ja genauso, als man sagt. Popper bin ich schon vor 20 Jahren darauf eingegangen, dass das Problem bei Popper war, ist, dass da mal seine große Erkenntnis in seinen Büchern, dass der sogenannte Realismus, ich benutze die Worte aus Poppers Buch, dass der sogenannte Realismus und der Solipsismus, das heißt, dass du jetzt träumst, dass man keine dieser beiden Systeme, so sehr man sich auch bemüht, eindeutig als richtig intronisieren kann, man kann weder das eine noch das andere wirklich wissenschaftlich beweisen noch widerlegen. Da gibt es so ein ganz dickes Buch, ein Riesending drüber. Das heißt, du kannst in keinster Weise überprüfen, ob du jetzt wirklich träumst oder ob du in einer Welt bist. Man kann es einfach nicht überprüfen, behauptet Popper. Man kann aber auch den sogenannten Realismus, und das stimmt nicht, weil er gar nicht was real bedeutet, er spricht vom Materialismus, vom materialistischen Weltbild, dass vorher schon eine Welt da ist und da außen eine Welt ist, auch wenn du nicht dran denkst. Den kann man auch nicht beweisen. Den kann man in keinster Weise beweisen. Das sind die zwei Seiten, es ist eine Pattsituation. Ja. Das heißt, es hängt vom Glauben ab. Aber der Fehler beginnt eigentlich schon, dass man das Wort Materialismus mit dem Wort Realismus verwechselt. Und ich sage jetzt, da ist ganz tief im tiefsten Innern eben viele Dogmen drin. Und ich sage, selbstverständlich kannst du den Solipsismus 100%ig sicher beweisen, nur dass du bloß bei dem träumenden Geist nicht an einen Menschen, an einen Trockennasenaffen denken, der da liegt und träumt. Du musst wissen, dass, jetzt sind wir wieder, der Geist existiert in deiner Welt nicht. Das, was ist eigentlich ein träumender Geist? Wie oft habe ich das durchgehauen? Wenn du beim träumenden Geist an einen Menschen denkst, der träumt, so wie du dir einen Menschen als Trockennasen auf dem Körper vorstellst, der jetzt in seinem Kopf was erschafft, den du dir jetzt ausdenkst, ist einfach nur ein Gedanke, der wird so funktionieren, wie du dir denkst. Aber wenn du jetzt selber ein träumender Geist bist, dann wirst du mit ständig wechselnden Informationen konfrontiert, die aus dir kommen, aus dir. Und dann ist jetzt gedachterweise, Träumen ist ja verbunden mit Schlafen, muss ja einer da liegen, um träumen zu können, merkst du, das ist schon das Dogma. Wenn du da liegst und träumst, liegt keiner mehr da, der da liegt in irgendeinem Zimmer. Weil der ja erst wieder existiert, wenn du ihn denkst. Ja. Das heißt, der Solipsismus hat nichts. Ich denke mir jetzt, wenn du in ältere Schriften gehst, war das Wort Solipsismus ist noch nicht so alt, das hat man früher Egoismus genannt. Das heißt, dass die Quelle von allem das Ego ist, was übrigens auch stimmt. Du wirst von mir nie hören, dass irgendetwas nicht stimmt.
Die Frage ist bloß, wie stellst du dir das dann vor, was du jetzt denkst? Der Solipsismus bezieht sich auf den Geist, der träumt, rot gelesen, auf dieses Nichts, das Ding an sich. Dieses Ding an sich rot ist dieses Nichts, dieses Kreatio ex nihilo, aus dem alles entspringt. Das ist Gott. Also Gott existiert nicht, das haben wir gleich fertig gemacht. Das ist natürlich auch eine sehr fehlerhafte Aussage. Selbstverständlich existieren viele Facetten von Gott. Das ist ungefähr so, wie wenn ich sage, das Meer existiert nicht. Mhm. Wenn du das Meer anschaust, was du vom Meer siehst, ist nur die Oberfläche und die Wellen. Mhm. Ja. Und jetzt sagst du ja, was ist das Meer? Ja, das Wasser. Ja, das kann man jetzt auch sehen, das ist Wasser, das sind ausgesagte Sachen. Da gibt es aber El Hayom, ist kein blaues Wasser. Ich verweise ganz kurz nochmal in der Naturwissenschaft. Euer großer, tragischer Schicksal besteht darin, dass ihr ständig etwas als hundertprozentig sicher anseht, was ihr logisch konstruiert. Alles gilt für Religion und Naturwissenschaft. Und darüber diskutiere ich nicht mit Affen. Ich kann immer wieder sagen, ich erkläre es jetzt den Geist, der mich jetzt sprechen hört. Und ich betone nochmal, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, bis du anfängst, dich für Holophilien zu interessieren. Egal, wer du bist. Du musst an deiner Welt als Brösel überhaupt nichts verändern. Aber mild dich in deiner Freizeit nicht mit irgendeinem Kack zu, sondern studiere Holophilie. Und da wird sich deine Welt wie durch Zauberhand verändern. Und jetzt mache ich nochmal ganz kurz hier und jetzt gedacht, Breinfeld, du hast noch niemals in deinem Leben Wind gesehen. Jetzt sollte man natürlich wissen, dass das hebräische Wort Wind, Ruach, auch Geist heißt. Wenn du Geist siehst, ist es die Form, die der Geist annimmt. Mhm. Ich sage immer, die 200 Gramm rote Gnede, rot steht für etwas, was nicht wahrgenommen werden kann. Und wir geben jetzt der Gnede eine Form. Und sobald du sagst, das ist eine Tasse, das ist ein Baum, das ist eine Stadt, das ist ein Mensch, ein Affe, ein Tier, sind es Formen dieser Gnede. Ich sage immer, an dir, der diesen ständigen Wechsel von Informationen erlebt, verändert sich dabei überhaupt nichts. Du bist immer derselbe Geist, egal welche Information du anschaust. Du erlebst nur deine Informationen. Gut, jetzt schau mal einfach aus deinen jetzt ausgedachten Augen heraus, die nur existieren, wenn du sie denkst. Ich sage mal, du schaust eigentlich auf eine VR-Brille. Mhm. Und auch hier kann ich nur raten, das hat mir jetzt wieder mit der VR-Brille im Blindfeld, wie extrem, absolut extrem massiv von normalen, von dir beobachteten Affen das Programm abstürzt, nur mit Zerblenk, wenn die über dieses Brett gehen müssen, das rausschaut aus dem 60. Stock. Ja. Du setzt die Brille auf. Die Bilder sind weit davon entfernt, fotorealistisch echt zu sein, was man aber machen könnte, aber nicht mit der einfachen VR-Brille mit dem Spiel. Und dann gehen die zwei Schritte und haben, obwohl sie auf einer Wiese stehen, die Illusion nach zwei Schritten, dass sie auf einem Brett stehen und dann rechts und links geht es hier, was weiß ich, 40 Stockwerke runter. Ich kann mich hier ohne Namen zu nennen, einer hat so mit den Gien geschlottert und du kannst nichts dagegen machen. Das ist dein Ego. Das ist dein Ego. Und ich sage, jeder, der das noch nicht am eigenen Bewusstsein ausprobiert hat, nicht am eigenen Leib, der Leib kriegt nichts mit. Wenn du das nicht einmal ausprobiert hast, was mit dir passiert, wenn du Höhenangst hast oder irgendwas und du setzt auf eine Brille auf, wieder besser, du stehst auf einer Wiese bei strahlendem Sonnenschein, schiebst die Brille drüber und plötzlich zucken die schon zusammen. Das sind Beispiele. Vor 20 Jahren in Almena habe ich gesagt, pass auf, du stellst dir jetzt Folgendes vor, du bist in einem Wohnzimmer und da liegt der Teppich. Und dann gehst du an den Teppich, einfach an den Rand und da ist der Boden. Stellst dich an den Rand hin, dann kannst du dich nach vorne beugen. Wenn das jetzt Teppich ist, nach vorne beugen. Ja, das ist halt der Teppich. Du stellst dich an den Rand von dem Teppich hin und dann geht es mit dem Boden weiter. Mhm. Nichts, kein Problem. Jetzt setze ich dir VR-Brille an und wo der Teppichrand war, geht es plötzlich hier 200 oder 300 Meter runter. Und jeder, der die Brille aufsetzt, springt in der Regel sofort einen Meter zurück und macht es so, obwohl er doch immer noch auf demselben Boden steht. Es wird komplett ausgeschaltet. Ja. Du musst so trainieren, das zu überwinden. Was wichtig ist, dass du erkennst, wie dein Ego dich verarscht. Und jetzt kommt das Wesentliche. Du schaust auf deine VR-Brille und dann siehst du da außen, dass sich Bäume und Äste bewegen. Warum bewegen die sich? Nicht wegen Wind. Ja, weil er Wind geht. Ich sage, das ist logisch. Es ist alles logisch. Zeig mir den Wind. Auch wenn du dann als Brüssel dort stehst und deine Haare, ich spüre es doch. Ich sage, ich will den Wind sehen. Zeig mir den Wind, zeig mir den Geist, der das in Bewegung setzt. Zeig mir es. Nochmal, Ruch ist unter anderem Geist, aber auch Wind. Mhm. Die Welt geht nur noch viel mehr, wenn wir reingehen. Immer dran denken, 400 Seiten Buch. Zeig mir den Wind.
Es ist für dich so hundertprozentig sicher, dass da außen ein Wind ist. Den kannst du mir genauso wenig zeigen wie Wasserstoff und Sauerstoff und Wassermoleküle. Ja, das Licht. Es sind logische Konstrukte. Dasselbe passiert mit dem Licht. Meine Sache mit dem Laserstrahl, tausendmal erzählt. Zeig mir doch einen einzigen Brüssel, der das weiß, wenn er den Holofilm gelesen hat. Die sehen ihr Licht, die sehen nicht nur das Licht, die sehen sogar die millionstel Millimeter Wellenlänge von dem Licht, das man nicht sieht. Meinst du, dass das irgendeiner entdecken kann? Alles, die ganze, nochmal, alles, was Makrokosmos, Mikrokosmos und jegliche Art von Vergangenheit, die du nicht am eigenen Leib erlebt hast, eigenen Leib meine ich jetzt am eigenen Geist, bewusst wahrgenommen hast. Du musst sogar beschwören, dass du von deiner Mutter geboren bist, weil das ist ein logisches Konstrukt, das man dir erzählt hat. Damit löst sich alles auf. Das ist der Weltuntergang. Der Weltuntergang passiert, Welt nochmal heißt polarer Rand, passiert von Augenblick zu Augenblick, weil dein polarer Rand ist Opfer. Der polare Rand, den musst du opfern. Ich sage einfach, du musst jeden Gedanken, der jetzt da ist, jedes Bild auf der VR-Brille musst du opfern, wenn du ein anderes Bild haben willst. Ja. Das ist der B-Randopfer, das ist Welt. Ja. Nicht mehr, aber viel, viel weniger. Nämlich nur ein kleiner Spritzer, ein Gedanke, der aus dir herausspritzt, ein polaren Rand, eine Gedankenwelle, die mit dem nächsten Gedanken schön sich zusammenfällt, weil du eine nächste Welle aufbaust. Super. Ganz simpel und einfach, kann jeder 13-Jährige verstehen, auch sofort überprüfen, dass er keinen Wind sehen kann, dass er erkennt, dass er mit Gewalterscheinungen, Informationen, die er erlebt, etwas zuspricht, das unabhängig von ihm da außen existiert. Das aber nur in dir selber als Information existieren kann, weil wenn es in dir keine Information ist, kannst du es Geist nicht wahrnehmen. Es muss eine Information sein und du, Geistesfunken, erlebst nur deine selbst erschaffenen Informationen. Du erlebst nur deine Gedanken. Du bist der Einzige, der die von dir jetzt ausgedachte Vergangenheit. Und was denkst du eigentlich, wenn du an Vergangenheit denkst? Merkst du, was das für ein großer Ordner ist? Jetzt egal, was ich jetzt erzähle, müssen wir wieder die Vergangenheit in zwei Hälften aufteilen. Eine Vergangenheit, wo du sagen kannst, das habe ich, da war ich dabei, das habe ich erlebt. Und eine Vergangenheit, die du nicht erlebt hast, die du bloß vom Hören sagen. Und dann wird es so interessant, weil du zwei verschiedene Programme ausdenken, hängt es wieder ganz persönlich von der Programmierung ab. Zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich sage, wir denken uns hier normale junge Menschen aus in einem Alter, wir sagen mal so 50 Jahre. Udo, jetzt wird es ein bisschen unübersichtlich. Ich glaube, das ist eine Störung, Margot und Peter, die kommt irgendwie von euch, weil euer Dings, das flackert immer so. Jetzt seid ihr das wieder da, jetzt ist wieder gut. Jetzt ist wieder alles okay. Okay, ja, jetzt ist pass gut. Auf, wir denken uns zwei Programme wieder aus, das heißt zwei Menschen aus. Ja. Und wir sagen jetzt, die sind ausgedachterweise als Brösel in ihrem Lebensbuch sind die so zwischen 30 und 60. Und jetzt schauen wir mal, was passiert bei dem Wort Hitler. Mhm. Und du wirst jetzt feststellen, ob das ein guter oder ein böser war, hat nichts damit zu tun, dass es in der Vergangenheit einen Hitler gegeben hat, sondern es hat von einer Programmierung zu tun. Mhm. Wenn du eine Neonazi-Programmierung hast, war das ein Halsbringer, wo die Welt nicht eingesehen hat. Und wenn du normale Schulgehirnwäsche durchlaufen bist in diesem faschistischen System, das zurzeit läuft, gespiegelt zu dem Faschismus von Hitler. Ich rede nicht von gut und schlecht, ich rede nur von Gedanken. Dann denkst du dir eine andere Vergangenheit aus. Welche davon ist richtig für dich? Wird die richtig sein, die du dir denkst? Kannst du die beschwören? Egal, ob du glaubst, der Hitler war gut oder der Hitler war böse, egal, was du beschwörst, du schwörst an meiner. Ja. Du kannst nur beschwören, dass du dort das gelesen hast oder da, der dir das erzählt hat oder das gelesen hast und dir das erzählt wurde. Mhm. Es ist bei dem Problem Gut und Böse eigentlich schon dumm, ist jetzt ein welcher Berg oder ein Tal. Mhm. Es ist ein vollkommen neuer Begriff, der entsteht, wenn man Synthese macht, so wie aus Kreis und Dreieck eben ein Kegel wird. Das ist eine höhere, das ja, kennt ihr. Ja, von der zweiten Dimension in die dritte praktisch. Das ist und bitte nicht die Dimensionen dieses Auseinanderfließen nicht räumlich vorstellen. Das ist immer wieder die große Schwierigkeit, diese hochgradige Schizophrenie, wenn ich immer wieder auf dasselbe hinweise für normale Menschen. Wenn einer Physik studiert, ich sage, dieses Entheiligen der Wurzel habe ich angesprochen im letzten Selbstgespräch.
Das ist, das hebt alles auf, jede physikalische Formel, wo eine Wurzel vorkommt, muss da null setzen. Ja. Genau genommen sogar bei einer Quadratzahl. Ja. Ja. Weil das ja wieder nur das Spiegelbild von der Wurzel ist. Wenn du das ganzheitlich betrachtest, und dann kommst du in einen Bereich, der gewusst werden kann, du kannst wissen, was du bist. Ja. Den ich das jetzt erzähle, der Geist, der mich jetzt sprechen hört, der sich den Bruder, der sich das Gespräch, der sich alles ausdenkt, was er sich ausdenkt. Ja. Aber in Bezug auf das, was er sich prinzipiell denken könnte, eigentlich so gut wie überhaupt nichts ausdenkt, in Bezug auf die Masse, wo er in der Lage wäre zu denken, wenn er ein erweitertes Wissen benutzt. Oh, ja. Ja. Aber ihr glaubt ja, ihr Idioten, ihr wisst schon alles, Idiot ist wieder der einfache Mensch. Der Geist, der sich mit einem Affen verwechselt und meint, er muss sich mit aller Gewalt am Leben erhalten. Etwas, was er sich ausdenkt, du bist bemüht, etwas am Leben zu erhalten, was du selbst in dir erschaffst, das Gefühl eines Körpers. Schon viel zufrieden. Versuch mal den Körper, an den du jetzt denkst, denk an deinen Körper, versuch den nochmal möglichst lange am Leben zu halten, dann darfst du an nichts mehr anders denken. Ja. Das ist übrigens alles hundertprozentig sicher. Und jetzt kannst du schauen, wie sehr der Zweite noch in dir wirkt. Der Zweite ist auch der, der sich dich in die Hosen scheißen lenkt, wenn du Fahrbrille aufsetzt und du meinst, vor dir geht es 40 oder 50 Stockwerke nach unten. Ja. Dann hörst du dir wieder von unserem Meister Lesch an, wenn er über Fahrbrille liegt. Das ist ja sehr interessant, aber das kann dann in die Irre führen. Man kann ja hier in eine Fantasiewelt hineinfallen, sagt er, weil die Wirklichkeit ist ja da außen, an die er glaubt. Ja. Da versteht die Metaphern. Ja. Naturwissenschaften und religiöse Menschen, übrigens der Papst lässt jetzt eine Sondermünze drucken für die Hölle Corona-Pandemie. Ja, unglaublich. Es ist einfach nur der Schlüssel. Du wirst zum Lachen und die Fähigkeit, alles und jeden zu lachen und am allermeisten über dich selber. Dann springst du zwei, drei Selbstgespräche zurück, wo der Charles Manson spricht. Dieser Ausdruck mit Charles Manson. Ja. Bereust du was, Charlie? Ja, dass ich so blöd geworden bin. Genau. Jeder muss seine Rolle spielen. Das ist so unendlich tief. Das ist, wo ich doch den Vergleich mache mit der Form, die Jesus wurde. Ja. Und dann steht plötzlich der Jesus wie ein Arschloch da und der Charles Massenkiller ist dann plötzlich der Heilige. Wir können die Seiten austauschen. Es wird immer so sein, wie du dir das denkst. Ja. Bis du die Komplexität eines Wortes erkennst. Und dann kommst du in Chatting. Ja. Chatting geht total easy und leicht. Kannst du lesen und schreiben und sagst ja. Aber was denkst du dann? Ja. Aber dieses Ja, da ist ein Wissenskomplex ohne Ende drin, der übrigens dann hundertprozentig sicher funktioniert, ohne dass du dir darüber Gedanken machen musst, weil du kannst doch lesen und schreiben. Aber dass du das kannst, ist eine Grundvoraussetzung gewesen, dass du das nicht irgendwann einmal gelernt hast, weil in der Vergangenheit nichts passiert, sondern dass du diese Datei freigeschaltet benutzt in dir, weil die Dateien sind immer gleichzeitig da. Ja. Und die ganzen Dateien in dir kann ich dir freischalten. Das ist wie wenn ich jetzt schlauchartig neue Fähigkeiten in ein Videospiel reinmache, die du plötzlich nutzen kannst. Ja. Hubschrauber. Super Energie, plötzlich kannst du fliegen. Das wäre alles möglich, auch jetzt hier sinnlich wahrgenommen in Bezug auf deinen Körper. Wobei das nicht der Sinn des Lebens ist. Nee. Ist auch alles, was du dir jetzt noch wünschst. Wenn du diese Ebene erreicht hast, dass du das kannst, wirst du dir nichts mehr wünschen. Schon gar nicht irgendeine Besonderheit. Dann geht es dir bloß noch um komplexere Programme. Aber die sind als Ding an sich nichts mehr, was existiert, also in Erscheinung treten kann auf der blauen Ebene. Wenn die komplexen Programme da sind, werden ganz andere Sachen auf der blauen Ebene in Erscheinung treten, aber das Programm selber kann nie in Erscheinung treten. Du bist immer wieder Facetten aus dem Programm. Denk an die Küche. Die Küche ist eine Datei. Die Datei kann nicht in Erscheinung treten, nur die Bilder, die in der Datei drin sind. Und die treten in Erscheinung, wenn du in die Kiste reinschaust. Und dann bricht die Wellengleichung zusammen und dann hast du ein bestimmtes Bild. Ja. Oder in die Datei Überlingen reinschaust, oder in die Datei Weißenburg reinschaust. Was ist in der Datei Weißenburg alles drin? Und dann sage ich, die Datei ist jetzt nicht nur eine Datei, die können wir sogar noch über die Jahreszahlen verschieben, weil die Datei Weißenburg 1325 ist ja komplett andere Bilder drin, wie wenn du jetzt 2022 in den Ordner Weißenburg reinschaust. Also Weißenburg ist auch noch zeitlich in sich versetzt. Das ist ein Riesenkonflikt. Und dann kriegst du wieder Demut bei dem Begriff unendlich, dass du total vereinfachen kannst. Weißt du, was nichts bedeutet? Du sagst ja. Weißt du, was alles bedeutet? Du sagst wieder ja. Genau dasselbe, bloß gespiegelt. Ich setze auch für das Wort alles unendlich. Dasselbe, nur gespiegelt.
Es ist auch nichts. Das Nichts als Uni oder das Nichts als Omega, als Unendlichkeitszeichen. Ja. Mhm. Das heißt, um aus dem Nichts das andere Nichts zu machen, müssen wir einfach zuerst einmal hier das um die Achse drehen. Mhm. Ja. Das ist in einem gewissen Maß unser Möbiusband bloß anders dargestellt. Ja, und dann kriegst du zwei Stück, die gespiegelt zusammenhängen. Mhm. In den Unendlichkeitszeichen hast du dann beide nichts gleichzeitig. Das ist unser Aula. Das ist die Bilder, die Symbolik spricht zu dir, wo übrigens die Worte, wenn ich jetzt reingehe, mir wieder Zahlen einsetzen, zeige, das sind im Hintergrund Formen. Aber das musst du jetzt nicht wissen. Wie lächerlich, wie viel Weisheit ist dann hier in den Jesus-Sprüchen drin, wie extrem reduziert diese ganzen, wo ich sage, das sind Hammerschläge, wenn du das begreifst, so weit weg von religiösen Geschwätz, was dir dann Pfarrer und so weiter runterpredigen. Das ist so erbärmlich hier, dieses Raushauen von Sachen und im Himmel irgendeinen Gott anbeten. Das ist der einfache Satz. Holofeeling hat nicht das Geringste zu tun mit geistlos nachgeäffter Religion. Die brechen alle diese Gebote. Mach dir kein Bild von Gott. Ja. Ja. Auch wenn sie dann Hashem sagen und nicht mehr Jahwe, wenn man den heiligen Namen ausspricht. Das wenn sie sich uniformieren, ob du dir rosarote Gewänder oder rosafarbene, orange Gewänder anziehst oder schwarz anziehst und dir lange Haare wachsen lässt, an die Klagemauer hinstellst, dann Hospitalismus betreibst, deine Traditionen oder dich in ein Loch verkriegst hier und dann Murmel betreibst oder tausende Mal am Tag Hare Krishna schreist, das eigentliche Problem, du bist immer noch der, der irgendwas macht, was nicht der, der sich selbst. Ja, genau, das ist es, genau. Wer hat sich das jetzt alles aufgrund von Worten ausgedacht? Ja. Hör doch endlich auf, dich mit deinen Gedanken von dir zu verwechseln. Ja. Und dann kannst du schauen wieder, jetzt kommt wieder die Feuerbrille, die Angst. Wenn irgendwas ist, irgendeine Kleinigkeit ist, dass man das am Leben halten will, kannst du nicht einfach was geschehen lassen? Wenn was wachsen will, lass es wachsen. Wenn was auftaucht, taucht es auf. Es kommt von alleine und es geht von alleine. Ich kann dir sogar sagen, wann das sich wieder auflöst. Jetzt. Ich kann mich immer wieder wiederholen, wenn du dieses bestimmte Ding willst, zumindest als Gedanke, als Wunsch, und wenn du es nicht willst, weil du es loshaben willst, schicke ich dir das immer wieder, bis du es zu lieben anfängst. Das ist die rote Liebe. Und wenn dann immer wieder eine Song hat, Gott lässt mich ja das machen, ich sage, nein, das stimmt nicht. Das sind nämlich viele Seiten. Jede Aussage, die ich jetzt treffe, ich sage nochmal, ich versuche dir die absolute Stille, das Schweigen. Adam, in dem Wort Adam steckt ja auch das Schweigen, der Schweigsame. Ja. Mhm. Ein Adam, ein bewusstes Gotteskind, nach meinem Ebenbild, bist du in dem Moment, wo du einfach nur schaust, wie deine Frau in dir ist, die Eva. Nochmal das Wort Eva, hebräisch, Jabba. Das heißt aussprechen, ausdrücken und ein Erlebnis haben. Ja. So steht es im Langentscheid. Mhm. Das heißt, jetzt sind wir schon. Im Anfang war das Wort, sobald du ein Wort aussprichst, aus dir herausdrückst und eine Vorstellung in dir eine Vorstellung aufbaust. Mhm. Das ist das, was du erlebst. Das ist die Eva. Und der Adam schaut einfach nur ohne sich. Das ist der Beobachter, der nicht mehr interpretiert oder irgendwas wertet, sondern der nur noch schaut, was in ihm. Das ist der, ganz still im Kino sitzt und sich den Film anschaut. Aber das ist nicht ganz korrekt, wenn du im Kino sitzt, bist du ja schon wieder was Ausgedachtes. Das ist der Geist, der in den Kopf des Zuschauers reinschaut, wie er den Film anschaut und wie er ständig die Bilder wertet, qualitativ bewertet und sagt, das stimmt oder das stimmt nicht. Das ist der eigentliche Doppelschritt, von dem ich rede. Und dann bist du in dem Zentrum. Und dann hast du deine Ewigkeit absolut verstanden. Das ist das, was ich dir erkläre, was du bist. Das bist du schon. Du hast es nur vergessen, es uns wieder erinnern. Genau, das ist es. Und nochmal, Gott, eine Ausrede von Holofeeling, Mensch, ja, wenn Gott mich das tun lässt, Gott lässt dich überhaupt nichts tun, dein Ego lässt dich das tun. Gott hat dir dieses Ego gegeben, dieses Programm. Aber das ist eine Führerscheinprüfungsbogenwelt. Also das hat dich schon wieder Schuld zu weisen. Wenn du nochmal, wer ist schuld? Die Frage nach wer ist schuld, ist die Frage, wer hat es gemacht, wer ist dafür verantwortlich. Ja, das ist ganz klar, der sich das jetzt denkt.
der, der das jetzt anschaut, sinnlich wahrgenommen, egal wie, der sich's denkt, der ist schuld. Und nicht irgendein Gedanke, den du dir denkst, um dich gut dastehen zu lassen. Das ist göttliche Weisheit in ihrer höchsten, in ihrer absoluten Form. Jetzt lassen wir es, glaube ich, gut sein. Machen wir die Aufnahme aus. Danke. Ich sage jetzt nochmal vorsichtshalber, weil sie wieder Patch.